Die Patientenverfügung. In diesem Formular hält man alles Wichtige fest, falls man irgendwann einmal nicht mehr über sich selbst und seinen Körper entscheiden kann, zum Beispiel durch ein Koma. Sollen lebensverlängernde Maßnahmen durchgeführt werden oder die Maschinen ab einem gewissen Punkt abgestellt werden? Jürgen Klappert von der Verbraucherzentrale Brandenburg berät täglich zum Thema Patientenverfügung. Doch beinahe wäre damit zum Ende des vergangenen Jahres Schluss gewesen. Es bestand die Gefahr, dass das Projekt im Jahre 2015 ausläuft. Und das ist das, was uns ja auch so wichtig ist, dass es eben jetzt doch im Jahre 2016 weitergeht. Das heißt also, Verbraucherinnen und Verbraucher zur Pflegeberatung, zur Beratung zum Thema Patientenverfügung zu uns kommen können. Zusätzlich zur Patientenverfügung braucht man auch eine Vorsorgevollmacht. Damit darf eine andere Person meine Patientenverfügung abgeben, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin. Im Internet gibt es Dutzende Vorlagen zur Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht. Doch trotzdem ist eine Beratung bei der Verbraucherzentrale ratsam. Ganz offen gesagt, Sie werden hunderte von Seiten, wenn nicht tausende von Seiten finden mit Vordrucken, wie so eine Patientenverfügung aussehen soll. Das Problem ist, ich muss verstehen, was diese Vordrucke sagen. Sind gerne gespickt mit lateinischen oder griechischen Fachausdrücken. Und ich möchte ja auch, dass, wenn es hart auf hart kommt, ein Gericht meine Patientenverfügung anerkennt. Und dazu muss ich sie in meiner Sprache formulieren und wissen, wie tief das geht, was ich dort schreibe. Und dafür ist die Beratung eine sehr gute Basis, um dann wirklich hundertprozentig zu wissen, das, was zu Hause in der Schublade liegt, das ist auch gut und funktioniert, wenn es gebraucht wird. Diese Beratung besteht aus zwei Terminen. Beim Vorgespräch erläutern die Berater, wie Jürgen Klappert, welche Punkte wichtig sind. Dann formuliert der Verbraucher zu Hause seine Patientenverfügung aus. Und zum zweiten Termin kontrollieren Berater und Verbraucher zusammen nochmal das fertige Formular. Diese zwei Termine kosten bei der Verbraucherzentrale Cottbus 15 Euro.